Und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Was ist das denn? Mario, der starre Panzer dieses Monsters sieht gefährlich aus. Ich halte es für keine gute Idee, drauf zu springen. Aber mit dem Hammer müsste sich etwas machen lassen. Soll ich es euch erklären? Nöp. In Ordnung. Aber pass auf, dass ihr nicht aus Versehen auf die Stacheln springt. Keine Sorge, das werde ich nicht machen. Mario! Wenn euch ein Monster mit Stacheln angreift, könnt ihr nicht durchspringen kontern. Stattdessen solltet ihr wie beim Angreifen auch den Hammer verwenden. Soll ich es euch erklären? Nein. Keiner auf Ja getippt. Alles klar. Mit dem Hammer zu kontern ist etwas schwieriger als ein Sprungkonter. Zellstachy. Und Luigi erreicht Level 2. Was habe ich mit denen denn? Ja, fein. Oh,
Da geht er down, geht er down. Mario erreicht Level 3 gleich. Endlich sind wir aus diesem Durcheinander heraus. Es gibt im Bosses Körper noch andere Bereiche. Die Kreise zeigen an, wo wir hingehen können. Folgt einfach dem Faden, um zum gewünschten Ziel zu gelangen. Wir bewegen uns mit Steuerkreuz. Aber ihr könnt den gewünschten Punkt auch antippen. Ob es irgendwo einen Ort gibt, an dem wir uns vorbereiten können, und steht einiges bevor. Oh, Neulinge, wollt ihr in der Wettkampfhalle euren Grenzen testen? Hehe, das ist ja ein besonderer Ort. Genaueres erfahrt ihr weiter unten. Stoßt die Jungs einfach an und sie erklären euch alles. Herr spaziert in der Wettkampfhalle. Hinter diesem Tor erwartet euch die Kampfarena. Kämpft mit ganzer Kraft, kämpft und ganzem Herzen. Kämpft gegen starke Gegner. Was ist? Uiuiui. 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 Ihr seid für diese Kämpfe hier noch viel zu schwach, schwach. Bevor ihr nicht ein wenig Kampferfahrung gesammelt habt, dürft ihr die Kampfarena nicht betreten. Kommt wieder, sammelt mehr Erfahrung und kommt wieder. Hereinspaziert, willkommen in der Wettkampfhalle. Hier in diesem Tor wartet die Schulröhre. Dort erwarten euch außerordentliche, ungesunde Schulröhre. Ihr habt für diese Herausforderung noch nicht genug Erfahrung. Setzt eure Spezialattacken ein, um sie zu perfektionieren. In dieser Röhre ist es gefährlich. Kommt bald wieder, übt und kommt wieder. Aufgepasst, hier erwartet euch nie gekannte Spannung, nie gekannte Begeisterung und Rührung. Es geht an eure Grenzen und darüber hinaus. 99 Block, bald in ihrer Nähe. Schaut immer wieder mal vorbei. Okay. Mario, Luigi. Euch hat Bowser also auch erwischt. Aber es ist irgendwie beruhigend, dass ihr hier seid. Was, wo die anderen sind? Wir Tods haben uns alle hier eingefunden. Wir haben unterwegs allen möglichen Kram gefunden, den wir hier verkaufen. Aber es fehlt hier etwas an Kundschaft. Ach nee. Nur herumzusitzen hat uns alle ganz verrückt gemacht. Da haben wir uns damit abgelenkt, den zu eröffnen. Wollt ihr nicht etwas kaufen? Ich werde mich weiter nach nützlichem Zeug umsehen. Ah, Mario und Luigi, Bowser, da ist er euch auch erwischt. Aber wenn ihr da seid, sind wir schon fast wie gerettet. Ihr habt sicher diese seltsamen Hämoglobine getroffen. Anscheinend gibt es verschiedene Arten von Hämoglobinen. Das Hämoglobin hinter mir produziert beispielsweise eine Art Saft. Klingt eklig, aber der macht munter und heilt alles. Trotzdem mag ihn niemand. Saft für 2 Personen kostet 10 Münzen, wollt ihr?
Alle KP und SP aufgefüllt. Willkommen, ach, es ist schrecklich, hier eingesperrt zu sein. Aber ihr findet sicher einen Ausweg. Vielleicht können auch diese Items dabei helfen. Schaut mal, ob ihr etwas findet. Typische Pilze. Tretet näher. Ich hatte mir schon gedacht, dass Bowser euch erwischt hat. Deswegen habe ich für euch ein paar nützliche Dinge gesammelt, auch wenn es nicht einfach war. Deswegen muss es eine kleine Aufwandsentschädigung schon drin sein. Locksocken? Nein. Mario, also nun, eigentlich wollte ich Toadbear berichten, was über Bowser Körper herausgefunden hat. Aber es nörgelt zu sehr. Oh weh, wo ist er nur wieder hingerannt? Hoffentlich geht's ihm gut. Dieser Ort. Wartet bitte einen Moment. Ist das... Kann es... Genau das muss es sein. Entschuldigt bitte, dass ihr warten musstet. Ich habe da etwas Interessantes entdeckt. Bevor ich es lang erkläre, solltet ihr euch es besser selbst ansehen. Geht etwas weiter. Ja, das könnte klappen, dieses Stück Nerv. Es muss mit Bowsers Nervenzentrum verbunden sein. Wenn wir dieses Nervstück reizen, müsste etwas passieren. Er wacht auf. Eieiei. Ah, das tut weh. Woher kommen diese Schmerzen? Was ist nun los? Eieiei. Das hat ihn aufgeweckt. Hey, hörst du mich? Was? Ist da jemand? Wer ist da? Und wo? Es hat keinen Sinn zu schauen. Ich bin in deinem Körper. Das klingt creepy. Was? In meinem Luxuskörper? Wow, wie bist du? Und was hast du in meinem Körper verloren? Weißt du nicht mehr, du warst im Pilzpalast. Pilzpalast? Mario hat mich im Pilzpalast ganz knapp besiegt. Dann war ich in einem Wald. Danach weiß ich nichts mehr. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Irgend so ein komischer Typ hat mir im Wald einen komischen Pilz angedreht. Drogen anscheinend. Den Pilz habe ich gegessen, der Pilz. Ich verstehe nichts mehr. Was ist denn mit dir passiert? Und
Du amüsierst dich hier in meinem Körper. Such dir gefälligst einen eigenen. Wir sollten ihm erst einmal nicht sagen, dass er uns verschluckt hat. Es ist besser, wenn ich später erkläre, wer ich bin. Das ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte? Lange? Ich hasse öde Geschichten. Aber deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, was ganz anderes. Wo sind wir denn eigentlich? Stimmt, wo bin ich hier überhaupt? Es ist eine schummrige Höhle. Was mache ich in einer schummrigen Höhle? Eine Höhle? Merkwürdig. Er weiß nicht mal, dass er uns verschluckt hat. Er weiß auch nicht, wo er gerade sich befindet. Was ist passiert? Hey, wie wär's, wenn du erst einmal den Ausgang aus dieser Höhle suchst? Pah, das brauchst du mir nicht so erklären, du Genie. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Yay, jetzt darf ich wieder Bowser spielen. Warte. Mario, Luigi, hört mal. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Momentan bewegt sich Bowser mit dem Shit. Aber durch Drücken von A und B schaltet das Geschehen wieder nach euch. Drückt A und B, um euch zu bewegen. Um wieder zu Bowser zu wechseln, drückt X oder Y. Der aktive Bildschirm ist erleuchtet. Versuchen wir es einmal. Drückt A oder B. Jetzt habt ihr gewechselt. Bewegt euch mit Steuerkreuz. So, und jetzt schalten wir wieder zu Bowser. Also drückt X oder Y. Was ist denn jetzt wieder? Was quasselst du da die ganze Zeit? Ich hab's eilig. Ach ja, nichts, kann losgehen. Halt, bleib doch mal stehen. Was ist denn jetzt wieder? Bowser bewegt sich gerade mit Steuerkreuz. Damit ihr euch bewegen könnt, müsst ihr zuerst A oder B drücken. Das solltet ihr euch merken. So, und jetzt sollte dieser Klops mal versuchen, aus der Höhle herauszufinden. Pah, weiter geht's. Diese Tür ist ein Wunder der Technik, besitzt aber einen gewissen Retro-Schick. Um sie zu öffnen, betätigt den Schalter links. Wenn eure Ärmchen zu kurz sind, betätigt ihn mit etwas anderem. Diese Tür ist ein technisches Meisterwerk. Sie ist absolut unzerstörbar. Ein Hindernis, ein wenig Feuer und der Weg ist frei. Was ist jetzt los? Kann er mal keinen Feuer spucken oder wie? Scheint nicht. Was? Kein Feuer? Hey, du da in meinem Körper. Hey, hörst du mich? Was gibt's denn?
Du meinst, was es nicht gibt? Ich kann kein Feuer mehr spucken. Das hast du doch sicher. Das du sicher doch deinen Finger im Spiel. Ich hab damit nichts zu tun. Gib nicht einfach wahllos mir die Schuld. Aber du bist doch in meinem Körper. Was sollte denn sonst der Grund sein? Bring das mal flott wieder in Ordnung. Aber ich hab damit doch nichts zu tun. Was hätte ich denn davon, wenn du kein Feuer spucken kannst? Komm mir nicht mit deiner Logik. Ohne Feuer geht's hier nicht weiter. Weder Anschuldigungen helfen dir ebenso wenig. Dann noch viel Glück ohne dein Feuerchen. Tschüssi. Wie er sich verpisst. Hey! Hey! Kein Feuer! Ich will mein Feuer wieder! Heute kommt alles zusammen. Was? Bowser ist endlich aufgewacht. Er befindet sich in einer unbekannten Höhle. Drei Keulen. Keulen war wahrscheinlich für Bowser. Kampfried. Hey, was willst du denn? Warum setzt du dieses überraschende Gesicht auf? Bin ich vergessen von dir? Moment mal. Von dir habe ich doch diesen komischen Pilz bekommen. Du bist der recht hat wertlich voller Lecker. Dieser Spezialpilz namens Vakuumpilz. Er lässt dich alles einsaugen, was deine Augen erblicken. Und ich, Krankfried, hatte das Wette, dass du an nichts erinnerst. Du hast ihn verschlungen wie ein unglückliches Sahneschwein am Kuchenbuffet. Und dann hattest du Schlaf. Und dann Höhlenarrest. Du Kleiner. Was hast du vor? Suchst du Streit mit mir? Streit? Aber nein. Ich habe nur ein einziges Ziel. Das Pilzkönigreich. Soll mir gehören. Das Königreich ist das Sahnehäubchen. Als Appetithäppchen habe ich die Todsrund gemacht. Als Beilage Pause mit dem Vakuumpilz benutzt und weggeworfen wie Plastikbesteck. Und Krankfried mundet seinen Plan voller Sieg. Doch er ist doch nicht hungrig. Wenn ich dich... werde mir das gesamte Pilzkönigreich unter den Nagel reißen. Zuerst ohne ich mir den Pilzpalast und dann deine Festung. Ich werde sie zu Krempfels Festung umbauen. Wie kannst du sagen, Finger weg von meiner Festung. Die arme Festung. Genug von deinen Scherzen. So leicht lässt sich meine Festung nicht einnehmen. Wir werden sehen. Jedenfalls dachte ich, du würdest doch lange schlafen wie ein fauler Bär. Und ich denke, du solltest noch mehr Schlaf haben. Komm, Metaboss.
Halt, komm zurück, wir sind doch nicht fertig. Du nutzlos, auch wenn es dir nicht schmeckt. Schmecken, du schmeckst gleich meine Faust. Faust schmecken? Haha, ich denke nicht. Ich bin geschmackslos. Das ergibt keinen Sinn. Denn ist was für Schwächlinge. Zuhören, Peach weg, krank wie neuer Chef. Du wirst nicht mehr gebraucht, krank wie dass du schläfst. Ein Schlaf. Was ist mit dir los? Du redest nur Käse. Was macht... Das macht wirklich stinkig. Und wenn ich stinkig werde, muss ich jemanden schlagen. Komm her. Metaboss, achte auf seinen Schlag. Metaboss, pass auf. Je weiter er ausholt, desto mehr Schaden richtet er an. Wenn er dich auch mit einem Schlag trifft, bei dem er vorher sehr weit ausgeholt hat. Ah, allein die Vorstellung schmerzt wie so zu schnell gegessenes Eis. Nein! Du solltest auf keinen Fall so lange warten und jetzt erst X drücken. Nein, warten nicht wie ein zögernder Zauderer.